Und damit herzlich willkommen zurück zu Borderlands. Erstmal wieder reinfinden. Ewigkeiten nicht gespielt. Ach ja. Finale. Das schaffen wir nicht. Ach ja, das war die Folge, die mir abhanden gekommen ist. Wo ich da so eine kleine, ich erzähle mal, was passiert ist, Folge rausgemacht habe. Das ist jetzt schwer. Dann machen wir doch versteckte Tagebuch. Machen wir doch das mal. Da müssen wir auch dahin. Machen wir das doch mal. Ach ja, einige schöne Waffen haben wir auch dabei am Start. Ich mag die Waffe. Hier, zeig dir was. Ja. Das war nicht nett, aber die waren auch nicht nett. Wo müssen wir eigentlich lang? Ich gehe hier schon wieder fast falsch. Ey. Oh, ein Erfolg. Ein Erfolg? Was denn für ein Erfolg? Was denn für ein Erfolg? 1,21 Gigawatt. 25 Feinde mit Schockwaffen ausgeschaltet. Achso. Knapp dran. Achso, 5 Raken unter 10 Sekunden ausschalten. Dann müssen aber erstmal 5 von den Viechern kommen. Dann kriege ich das auch hin. Ah ja, hier. Ganz gut funktioniert. Kann man nicht aufnehmen. Hier ist noch Geld, hier ist noch Geld, hier ist noch Money, hier ist noch Money, hier ist noch Money. Granate können wir nicht aufnehmen. Hier ist noch Geld, hier ist noch Money, hier ist eine Granate, die wir nicht aufnehmen können. Hier ist noch Geld. Ich bin Patricia Tennis, wissenschaftliche Beraterin bei Dahl. Tag 1 auf Pandora. Meine Vorgesetzten haben mich hierher versetzt, um nach zurückgelassener Alien-Technologie zu suchen. Ähnlich der, die unser Konkurrent, die Atlas-Firmengruppe, in den Ruinen von Prometheus entdeckte. Und die sie zu der Supermacht werden ließ, die sie heute ist. Es ist äußerst unwahrscheinlich, hier auf etwas derartiges zu stoßen. Aber meine Wohltäter glauben so fest daran, dass sie mich hier verheizen. Ich bin erst 3 Stunden hier und schon habe ich das Gefühl, dieser Planet wird mein Tod sein. Wissenschaftler jagen keinen Mythen und Legenden hinterher. War hier nicht noch was?
vielleicht auch schon aufgesammelt. An sich nicht schwer, 5 solche Rake-Viecher innerhalb von 10 Sekunden auszuschalten. An sich müssen erstmal 5 auftauchen. Okay. Ah, hier. Tag 43 auf Pandora. Jedenfalls glaube ich, es ist mein 43. Tag hier. Es fällt schwer, sich an die Mondzyklen hier zu gewöhnen. Eine Planetenrotation, also ein Tag, dauert über 90 Stunden. Die Leiter auf diesem Staubklumpen hier sind wohl das Bonierteste, was ich in der ganzen Galaxie gesehen habe. Wenn ich Ihnen Fragen über die Kühe stelle, alberne Kinderreime und wirrig die Rede über einen, der einen kannte, der einen kannte, der einen kannte. Sie plappern wie Betrunkene oder geistig Behinderte und sie nehmen mich gar nicht richtig wahr. Würde ich an die Hölle glauben, ich würde sie mir vorstellen wie Pandora. Andererseits würde ich an so etwas glauben, wäre ich auch nicht besser als diese Neandertaler hier. Wo muss man jetzt lang? Lass mal nachdenken. Gehen am besten hier lang. Hey. Mal gucken, kann das schon. Tag 76 finden wir jetzt. Und zwar müssen wir dafür mit einem Auto über die Brücke und da runter. Oder wir gehen einfach weiter außen rum. Das wäre eine Maßnahme. Oh, da liegt was, da liegt was, da liegt was. Muni. Ach, die Granate. Gehe ich hier etwa gerade falsch? Ja, irgendwie bin ich komplett auf dem falschen Fuß, auf Weg. Geradeaus und dann hier runter. Ja. Öffnen und Geld erhalten. Ja. Jetzt sind wir hier richtig. Da ist diese Sprungbrücke. Ach ja, da. Und wir müssen da gleich links runter.
Tag 76 auf Pandora. Lass mich mal in Ruhe. Mal gucken. Wo ist dieses Tagebuch? Wenn ihr spielen wollt. Ey, das ist nicht nett. Na, wie fühlt sich das an? Das würde ich auch gern wissen. Bitte lasst mich euch auf den Dach. Naja. Erstmal bist du. Oh Gott. Und jetzt gucken, wie ich da hochkomme. Alter. Aha. Ah, nee, das ist es nicht. Hätte ja sein können. Wo bist du? Da geht's auch nicht hoch. Wo bist du? Tagebuch. Da. Heißt das, es ist da im Haus oder auf dem Haus? Auf dem Dach halt. Und wenn es auf dem Dach ist, wie komme ich da hin? Ja. Irgendwie so komme ich auf dem Dach bestimmt.
Oh. Hier ist eine Kiste. Ein Sniper. Nichts Großartiges, aber immerhin etwas. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo ist das Tagebuch? Aha. Das ist der 76. Tag. Als ich vorhin aufwachte, hoffte ich zunächst, alles wäre nur ein Albtraum gewesen. Wir hatten 36 Stunden damit verbracht, unser Camp näher an die Ausgrabungsstätte zu verlegen. Als wir plötzlich von Skeks angegriffen wurden. Wilde Kreaturen und hungrig nach ihrem Winterschlaf. Die Hälfte meiner Leute wurde gefressen. Ich überlebte, weil ich mich unter einem Kollegen versteckte, der über mir zerfetzt wurde. Sein Name war Karl. Aber ich empfand keine Trauer. Nein, ich habe mich sogar gefreut. Karls Hocker war nämlich bequemer als meiner. Ich schnappte mir den Hocker. Und dann bemerkte ich das Leuchten der Steine an der Grabungsstätte. Darf ich kurz zusammenfassen? Du hast dich gefreut, dass er gestorben ist, weil sein Hocker bequemer als deiner war. Ihr seid doch alle krank. Wo ist denn... Ach, das ist ja ganz in der Nähe. Der 119. Tag. Der 190. Tag. 19. Tag, nicht 90. Tag. So. Bin schon wieder zu weit. Irgendwo hier. Irgendwo hier hätte ich gern ein Bier. Und da ist es. 119. Ich bin fast eine Stunde lang weinend in der Dusche gesessen. Interessant, weil wir seit Tagen kein Wasser haben. Mein Geisteszustand passt sich wohl dem der anderen Ausgrabungsteilnehmer an. Die Untersuchung der Symbole und leuchtenden Muster hier erbrachte endlich den Beweis, dass Aliens hier auf Pandora gewesen sein müssen. Die fällige Feier fiel aber bescheiden aus, da mir nur zwei Kollegen geblieben sind. Und die Fette, diese Chimay, kann ich nicht leiden. Das heißt ja, wissenschaftliche Erkenntnis fordere Opfer. Aber ich hatte nie verstanden, was damit gemeint war. Bis jetzt. Du wirst die Fette opfern, oder wie? Da muss ich hin. Diesen Weg gehe ich. Gut, dann erstmal geradeaus. Dann gehen wir erstmal geradeaus. Naja. Dann hätten wir das auch geklärt, wer hier der Stärkere ist. Nicht mehr lange. Warum fahre ich eigentlich nicht mit Auto? Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal.
Mal gucken. Jetzt bin ich sogar schon zu weit gegangen. Ach, hier muss ich hoch. Denke ich jetzt einfach mal. Ja, können wir die doch mal ausprobieren. Wo bist du? Oh. Kleiner Mann. Tut mir leid, dass ich hier gekommen bin. Mal gucken. Hier oben muss doch irgendwo dieses Vieh sein. Ne, irgendwie nicht. Also geht's hier wieder runter. Und dann suchen wir mal weiter. Ey. Das ist doch gemein. So einen weiten Weg. Und ich rutsche da einfach runter. Mal gucken, kann ich das irgendwie umgehen? Ah ja, ich bin wieder oben. Ey. Alter. Ich hab hier was gesehen. Alter! Tag 172. Die fette Chimay wurde heute unter einer einstürzenden Alien-Ruine eingeklemmt. Sie war nicht sofort tot und flehte mich an, sie von ihren Qualen zu erlösen. Halb erstickt an Blut und was noch allem. Ich zögerte. Schließlich war sie außer mir die einzig Überlebende. Und trotz ihrem Gehuste und Gewürge versuchte ich, unser, nun ja, Gespräch zu genießen. Denn ich wusste, es würde für längere Zeit mein letztes sein. Als ich sie dann erstickte, um weiterarbeiten zu können, merkte ich, dass sie es bereute, mich drum gebeten zu haben. Jedenfalls, die Skeks werden heute nicht hungrig einschlafen. Ey, wir Drecksäcke. Kommt nur her. Naja. Mal wieder tauschen. So.
Wo muss ich denn das? Ach, da. Dann werden wir das doch mal abgeben, die Mission. Aber das machen wir, so leid es mir tut, erst im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen im nächsten Part wieder.